Es ist Sandra Bauernfeind. Gratuliere. Ja, auch für Sandra Bauernfeind ist es der zweite Cäsar. Nur die Kategorie hat sich geändert. Der Cäsar ist für mich eine ganz besondere Auszeichnung. Das war der erste schon, den ich eben vor 2 Jahren verliehen bekommen habe als Maklerin des Jahres. Heute ist es die Hausverwalterin des Jahres bzw. Real Estate Service. Für mich ist er eine ganz besondere Auszeichnung, wie heute Abend schon mehrfach erwähnt worden, ist ein ganz besonderes Qualitätskriterium und ich freue mich irrsinnig, dass ich ihn verliehen bekommen habe. Wir hatten sich im letzten Jahr ein ganz besonderes Jahr, weil wir eben die Hausverwaltung in die EHL-Gruppe integriert haben, was eben meine Hauptverantwortung war. Was natürlich doch eine Verantwortung ist, auch gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber den Kunden. Und dass das gelungen ist, dass wir durchaus den Kundenstock auch weiter ausbauen konnten, das ist etwas, was mich ganz besonders freut. Und gelungen ist das unter anderem, weil für IHL der Kunde im Mittelpunkt steht. Dienstleistungsqualität, die bei uns generell im Unternehmen einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Die langjährigen Kundenbeziehungen, die wir eben durchaus halten können, was uns sehr, sehr freut und auch immer ausbauen können. Ja, und nicht zu vergessen natürlich ein Team im Hintergrund, das mit einem natürlich durch sämtliche Höhen und Tiefen durchgeht. Und so ist Sandra Bauernfeind nicht die einzige Mitarbeiterin der EHL-Familie, die sich als Cäsar bezeichnen darf. Es ist bereits der 8. Cäsar für Mitarbeiter der EHL. Michael Elmer hat 2 erreichen können. Auch ich wurde mit 2 ausgezeichnet. Einen die Sandra Ehrenberger, einen die Daniela Gassner, der Franz Böltl im letzten Jahr und heuer eben auch noch mit mir der Stefan Wernhardt, was mich ganz besonders freut. Ja. Ich möchte ganz besonders meinen 2 Kindern danken, die Anne-Sophie und die Katharina. Wie gesagt, ich habe 2 Mädels, die sicher oft verzichten müssen auf mich, beziehungsweise wenn die Urlaube einfach am Telefon verbracht werden oder zeitweise am Telefon verbracht werden, auch mit dem nötigen Verständnis dann dabei sind. Ganz, ganz herzlich auch Michael Elmer, ohne den sicher weder Stefan Wernhardt noch ich heute dastehen würden. Und natürlich dem gesamten Team, die wirklich das letzte Jahr durchgebissen haben, das letzte Jahr sich dem Motto verschrieben haben, bestmögliche Kundenorientierung, Servicequalität. Und ja, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön ans Unternehmen und auch ans Team. Bei so einem Zusammenhalt ist der Erfolg wohl vorprogrammiert.